Die Münsinger Schillerschule ist unter den letzten 20 Bewerbern um den Deutschen Schulpreis 2019. Jetzt heißt es, die Jury, die gerade unterwegs ist, um die Finalisten auf Herz und Nieren zu prüfen, zu überzeugen. Wir achten vor allen Dingen auf die 6 Qualitätsbereiche, in denen sich die Schule darstellen muss. Also welche Leistungen bringen die Schülerinnen und Schüler, wie schafft die Schule es, Schülerinnen und Schüler zu Leistungen zu bringen. Wie wird mit Vielfalt umgegangen? Wie ist die Qualität des Unterrichts? Wir gucken sehr viel Unterricht an. Wir achten darauf, wie lernen Schülerinnen und Schüler Verantwortung an dieser Schule für sich und für andere? Wie ist das Klima an der Schule und wie entwickelt sich die Schule selber auch weiter? Der erste Eindruck der Jury: Die Schüler der Gemeinschaftsschule haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Lehrern und fühlen sich der Bildungseinrichtung sehr verbunden. Außerdem direkt positiv aufgefallen, die vielfältigen Angebote abseits des normalen Unterrichts. Wir wollen hier das Kind, das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen und jedes Kind hier mit seinen unterschiedlichen Begabungen erfolgreich fördern und fordern. Wir haben hier Kinder, die im Gymnasialniveau arbeiten, wir haben hier Kinder mit Förderunterstützung. Jedes Kind wollen wir hier zu maximaler Leistung hier anleiten und ihm möglichst gute Chancen für seine Zukunft bieten. Im Anschluss an alle Schulbesuche entscheidet eine Jury über die Nominierungen und schließlich die 6 Preisträger. Aber ich denke, wir haben jetzt schon gewonnen. Wir haben ein großes Gemeinschaftserlebnis hier haben dürfen. Unsere Bildungspartner, unsere Eltern, die Schüler, die Kolleginnen und Kollegen, alle haben jetzt diesen 2 Tage der Visitation unterstützt. Genau. Und das hat schon wirklich für Gewinn gesorgt bei uns. Dennoch wäre der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis natürlich traumhaft, so die Schulleiterin. Schüler und Lehrer wünschen sich mehr Digitalisierung und auch gegen neue Möbel oder gar ein paar Schulhühner hätte keiner etwas einzuwenden.